Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir bei unserem Ubuntu-PC neue Einträge zum Startmenü hinzufügen können oder eben vorhandene Einträge abändern können. Am Beispiel wird das Ganze hier durchgeführt. Wir hatten in einem letzten Video einen neuen Link oder einen Starter, wie er unter Ubuntu heißt, für den Firefox erstellt. Und dieser Firefox benutzt das Tor-Netzwerk, ganz im Gegensatz zu dem normalen Link, den wir hier oben in der Taskleiste haben. Der startet das normale Profil, das nicht über den bzw. über das Tor-Netzwerk geht. So, wir haben aber ja hier in den Anwendungen unter Anwendungen Internet nochmal einen Link auf den Firefox Webbrowser und der ist noch nicht modifiziert worden. Das heißt, wir müssen zum einen den modifizieren, dass dieser den normalen Firefox bzw. das Standardprofil aufruft und wir brauchen einen neuen Eintrag vom Firefox, der quasi hier unserem Link gleicht, also unserem Firefox Tor. So, da wir eben das vorhandene Menü editieren müssen, fange ich zuerst an, indem ich mir quasi die Eigenschaften von unserem Standardlink anschaue und quasi den Befehl komplett kopiere. Streng genommen wird es reichen, wenn ich alles hinter dem Firefox kopiere. Es ist allerdings einfacher, das jetzt hier alles komplett zu markieren und dann mit Steuerung C zu kopieren. Als nächstes gehen wir ins System, dann Einstellungen und da haben wir hier den Punkt Hauptmenü. Den wählen wir an. So, da haben wir hier unsere Menüs auf der linken Seite und da haben wir hier den Punkt Internet, den klicken wir an und jetzt sehen wir hier in der Mitte die entsprechenden Einträge und da haben wir hier auch unseren Firefox Webbrowser. Um diesen Eintrag jetzt zu modifizieren, gehen wir ganz einfach mit dem Mauszeiger nochmal drauf, klicken ihn an und wählen die rechte Maustaste aus. Dann kriegen wir im Kontextmenü den Punkt Eigenschaften. Das ist jetzt so ziemlich gleich wie mit den Eigenschaften hier bei unserem Starter. Hier ist auch noch der Standardbefehl zum Starten, den haben wir ja gerade in den Zwischenspeicher kopiert. Also fahre ich da rein, markiere alles, drücke STRG V und schon haben wir Firefox-P und das Default-Profil eingetragen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen neuen Eintrag und dazu haben wir hier die entsprechenden Möglichkeiten. Wir haben oben ein neues Menü, das heißt wir können ein Untermenü erstellen oder eben hier ein neues Hauptmenü oder eben natürlich für uns in diesem Fall zutreffender den neuen Eintrag anwählen. Das heißt, wir klicken da drauf, neuer Eintrag. Und das ist jetzt hier prinzipiell genau das gleiche wie das Einrichten des Starters, den wir in einem anderen Video schon mal eingerichtet haben. Ich breche das hier nochmal ab, dann kann ich das Hauptmenü was zur Seite schieben. Hier ist nämlich unser Starter-Link. Und wenn wir hier auf neuen Eintrag klicken, dann haben wir genau dasselbe. Das heißt, wir können das hier jetzt Firefox Tor nennen und als Befehl dasselbe wie eben nochmal reinpasten, nur das Default natürlich jetzt gegen das andere Profil austauschen, das war in diesem Fall ein groß geschriebenes Tor. Klicken wir auf OK. Also mal schauen, wo er den hingesetzt hat, unseren Eintrag. Dadurch, dass es alphabetisch sortiert ist, hat er den Firefox Tor über den Firefox Webbrowser gesetzt. Es war nur nicht auf den ersten Blick ersichtlich, weil er eben hier immer noch das in Anführungsstrichen falsche Icon benutzt. Das können wir natürlich auch abändern, das haben wir auch schon in einem anderen Video gezeigt. Deswegen werde ich das jetzt hier was schneller machen. Hier bekommen wir schon einige Symbole angezeigt. Gucken wir mal, ob hier der Firefox dabei ist. Sonst machen wir das genau wie in dem anderen Video. Er scheint nicht dabei zu sein. Gut, dann auswählen. User. Bin. War das. Nein, es war nicht UserBin, es war UserLib. Es dauert allerdings trotzdem lange, weil da viele Verzeichnisse drin sind. So, jetzt hatten wir hier Firefox 303. Firefox 303, Icons.
Sehe ich jetzt hier keine Icons. Das wird damit zusammenhängen, weil er jetzt hier keine Icons will, sondern er will jetzt scheinbar eine ausführbare Datei, in der er ein Icon extrahieren kann. Jetzt finde ich natürlich kein entsprechendes Icon. Das wird daran liegen, dass, wenn wir uns die Datei hier anschauen, er sucht wahrscheinlich nach einer SVG-Datei, um das Icon daraus zu beziehen, und eventuell liefert Firefox das nicht mit. Das heißt, ich könnte mir jetzt entweder die Mühe machen und hier nochmal nach Dateien suchen, Firefox und SVG oder ähnlichem, oder eben ich mache Plan B, das war zwar jetzt so nicht geplant, aber ich denke mal, es ist rübergekommen, sage ich jetzt mal, wie man einen neuen Eintrag erstellt, hier über den Button. In diesem Fall mache ich es mir eben leicht. Ich lösche den Eintrag hier wieder komplett und ich nehme den bereits zuvor erstellten Linker auf dem Desktop und ziehe den einfach hier in mein Menü rüber. Lass ihn fallen. Da ist der Firefox Tor. Diesmal hat er auch das richtige Icon. In den Eigenschaften schauen wir nochmal nach, ob alles übernommen wurde. Ja, wurde auch alles übernommen. Dann können wir die ganze Sache schließen. Internet. Und hier haben wir jetzt beide Einträge. Also, so geht es auch für den Fall der Fälle, dass man den Linker schon vorher auf dem Desktop erstellt hat. Okay.